ich nichts anderes als Kampf sehen. Kannst du den Sieg sehen? Wenn ich vor mir nur den Berg seh, siehst du ihn schon versenkt. Und wenn ich durchs finstere Tal geh, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Pfingstmontag 2022. Wir sind heute im wunderschönen Flüeli Ranft bei Bruder Klaus, also unserem Landesvater Nikolaus von Flüe, zu Gast. Mit der Platz der Freiheit und mit unserer Verfassung. Schwester Barbara Maria hat uns die Geschichte von Bruder Klaus vorher wunderbar vorgeführt. Und wir sind jetzt gefestigt, um mit unserer Verfassung auch auf den Spuren von Bruder Klaus zu kämpfen und zu agieren. Wir sind die Interessengemeinschaft Freiheit für alle. Und wir sind ja an verschiedenen Orten unterwegs gewesen. Wir haben gestartet mit dem Freiheit für alle, mit dem Schwur des Volkes auf dem Rütli im letzten Herbst. Wir waren auch bei der Telskapelle, also bei der Telsplatte, beim Telsprung. Und jetzt sind wir geistreich, sinngemäß an Pfingsten bei Bruder Klaus zu Gast und haben uns eben aufgewärmt für unsere weiteren Aktivitäten, die jetzt zwingend nötig sind, um eben unsere Verfassungsrechte, unsere Grundrechte zu verteidigen. Es geht immer noch um die Frage, Schweiz ja oder nein? Und deshalb haben wir eben Bruder Klaus um Rat, Hilfe und den Segen gebeten, damit wir auch Kraft haben, als Mitglieder des Souveräns, des Schweizer Souveräns, eben diese aktuelle Herausforderung auch zu bestehen. Es ist aktuell, läuft die Sommersession in Bern. Die Bundesversammlung macht die üblichen Geschäfte. Und was man dort jetzt vor allem vermisst, nirgendwo auf der Traktandenliste steht die Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Ordnung, die vor 2 Jahren empfindlich gestört wurde. Man kann das als Staatsstreich bezeichnen am 16. März 2020, als die Bundesversammlung als Aufsichtsbehörde in Vertretung des Schweizer Volks ihre Aufsichtsführung abgegeben hat und die Macht der Exekutive, nämlich dem Bundesrat, übergeben hat. Es ging dort um eine Notsituation, hat man gesagt, mit dieser Pandemie, die international ausgerufen wurde und der Bundesrat das umgesetzt hat, dann mit der Epidemie in der Schweiz. Aber jetzt sind 2 Jahre vergangen und pro Jahr sind 4 Sessionen und die Bundesversammlung hat ihre Pflichtwidrigkeit, nämlich die rechtsstaatliche Ordnung aufrechtzuerhalten, in keiner Weise erfüllt. Sie betätigen sich nicht als unsere Behörden. Sie sind vielmehr in fremden Interessen unterwegs. Also sie haben, das wäre eigentlich ihr Amtszeit, das ist ihr Amtszeit, den sie leisten müssen auf die Durchsetzung der Verfassung und Schweizer Gesetze. Das haben sie nicht gemacht. Auch mit dem Bundesrat
Eid. Das ist auch nicht richtig gelaufen. Also weder die Bundesversammlung noch der Bundesrat erfüllen ihre Pflichten. Und im Gegensatz, sie sind hinter dem goldenen Kalb her, sie agieren in fremden Interessen, und zwar umgekehrt gegen die Verfassung, subsidiär von unten nach oben, sondern sie verteidigen seit über 30 Jahren in den Behörden, haben sie neue Strukturen geschaffen, wo sie in fremden Interessen diese Agenda 2030 von oben herab auf das Schweizer Volk verordnen. Und diese Strukturen, wir bezahlen diese Strukturen mit unseren Steuergeldern, aber das ist alles verfassungswidrig. Und weil sie eben ihre Pflichten nicht erfüllen und die verfassungsmäßige Ordnung sträflich verweigern, haben wir von Freiheit für alle eben unseren eigenen Volksschwur gemacht, den wir auf dem Rütli eingeführt haben. Und auch im Sinne von Bruder Klaus ist dieser: Wir schwören vor unserer Schöpfung, die Verfassung und Gesetze zu achten und unsere freiheitlichen Grundrechte verantwortungsvoll zu verteidigen. Und das ist wiederum unsere Pflicht auch. Wir haben die Präambel in der Bundesverfassung. Das ist in Dankbarkeit gegenüber von unseren Vorfahren und in Verantwortung gegenüber von unseren Nachkommen müssen wir das machen. Und zwar eben die Schweizer Rechtsordnung als Basis für unsere Freiheit und den Frieden aufrecht erhalten und notfalls auch dafür zu kämpfen. Und das ist auch wieder ganz im Sinn von Bruder Klaus. Er gibt uns den Segen, aber wir müssen eigenständig operieren, wir müssen eigenständig handeln, und das beginnt mit Artikel 6 von der Bundesverfassung, die individuelle und gesellschaftliche Verantwortung. Es liegt an uns. Er gibt uns die Kraft, Bruder Klaus, er gibt uns den Segen, aber wir, jeder Einzelne des Souveräns, muss für die Ordnung kämpfen, damit unsere Kinder eben auch in Freiheit und Frieden mal leben können. Und das geht weiter mit Artikel 5. Die Subsidiarität, die Schweiz ist von unten nach oben organisiert, und mit Artikel 3 die Kantonssouveränität, auch dort von unten nach oben. Und der Bund hat lediglich den Schutz der Eidgenossenschaft zu gewährleisten. Dafür haben wir die Landesverteidigung, und auf Kantonsebene haben wir für den Schutz der Bevölkerung die Polizisten. Und was haben sie gemacht in den letzten Jahrzehnten? Sie haben jedes Jahr das WEF beschützt, das WEF mit unserer Landesverteidigung, mit einem riesigen Aufwand und mit verschiedenen Kantonspolizisten. Und das ist auch ein riesiger Aufwand, aber das ist ein komplett falscher Einsatz für diese Polizisten. Die sind nicht für das, die sind für den Schutz der Bevölkerung. Aber es ist wirklich, was die Politik macht mit dem Volk, mit dem Volk souverän, das ist Verrat. Das geht Richtung Verrat. Und das können wir nachlesen. Das ist nicht wir, die das sagen, sondern das sagt das Schweizerische Strafgesetzbuch. Im Bereich von Artikel 265 bis 275, es geht um Landesverrat, es geht um Volksverrat, es geht um das Wirken gegen unsere Verfassung. Denn wer unsere verfassungsmäßige Ordnung gefährdet oder faktisch ändert oder stört, kann mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Und das sind noch viele andere. Und ich meine, die Bundesversammlung, die jetzt wieder in die zweite Sessionswoche kommt, in der Sommersession. Auch sie
müssten sich ans Strafgesetz halten und eben diese Rechtswidrigkeit stoppen, weil sonst machen sie sich auch strafbar. Analog Artikel 11 zum Beispiel, Begehen durch Unterlassen. Sie sind nach Artikel 148 sind sie verpflichtet, als oberste Kontrollbehörde in unserem Land. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn sie das nicht machen, machen sie sich strafbar. Und so, was jetzt gelaufen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eben über diese Agenda, das sind fremde Interessen, die sie eben installiert haben, von oben nach unten, gegen unsere Verfassung, die von unten nach oben wirken muss. Und wer sich da vielleicht aufregt, dass wir so klare Worte nennen wie Verrat. Es gibt verschiedene Abkommen, die unser Bundesrat oder verschiedene Institutionen mit diesen NGOs abgeschlossen haben. Ich habe da zum Beispiel, das geht um die WHO, es geht um das WEF, es geht um Gavi. Und ich habe jetzt da zum Beispiel das Gavi-Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und eben Gavi. Das ist von 2009. Und da geht es um Vorrechte. Unser Bundesrat als Exekutive, als Geschäftsführung, macht Vorrechte an fremde Interessen, also an fremde Organisationen. Es geht da zum Beispiel um die Artikel 2 und die Unabhängigkeit und die Handlungsfreiheit. Ich meine, wir als Bürger und als Mitglied des Souveräns, wir haben nach Artikel 22 die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet, Punkt. Wir wurden aber in den letzten 2 Jahren in dieser sogenannten Pandemie, die rechtswidrigerweise nie bewiesen wurde, genauso wie das Covid-19-Virus, das überhaupt nie bewiesen wurde, was zwingend nötig wäre, sowohl vom Bundesrat in der Exekutive, aber vor allem von der Bundesversammlung in der Legislative und nicht zuletzt dann von der Judikative, von den Gerichten, die müssten nach unserer Verfassung müssten die diese den Sachverhalt beweisen, damit sie auch das richtige Recht anwenden können. Und so haben wir der Sachverhalt wird nicht dargelegt, das Recht wird falsch angewendet, man nimmt uns die Grundrechte, aber die gleichen Leute wie der Bundesrat unter der Aufsicht der Bundesversammlung macht solche Verträge mit internationalen Organisationen. Also Artikel 2, im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, der Schweizerische Bundesrat garantiert Gavi Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit. Also fremde Organisationen dürfen in der Schweiz Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit genießen. Er gewährt ihr die uneingeschränkte Versammlungsfreiheit einschließlich der Rede-, Beschluss- und Publikationsfreiheit auf dem Hoheitsgebiet der Schweiz. Also das ist so etwas von anmaßend und rechtswidrig, was er da macht. Der Bundesrat dürfte nicht über das Hoheitsgebiet der Schweiz verfügen, weil auch da ist die Gemeindeautonomie wird verletzt, es wird die Kantonssouveränität verletzt. Und wenn wir unterwegs sind und die Verfassung hochhalten, werden wir wegen nicht bewilligter Demonstration werden wir sanktioniert und terrorisiert von den Sicherheitskräften. Und den Fremden gibt man diese Rechte. Es geht dann auch um die Unverletzbarkeit der Räumlichkeiten. Also alle die Restaurants, die immer wieder Besuch hatten, weil sie eben die Maske nicht richtig durchgesetzt haben, solche Sachen, das findet bei den internationalen Organisationen nicht statt. Es geht um die Unverletzlichkeit der Archive. Es geht um die Immunität von Gerichtsbarkeit und Vollstreckung. Die haben Narrenfreiheit. Der Bundesrat und die Bundesversammlung haben denen Narrenfreiheit gegeben. Es geht um steuerliche Vorzugsbehandlung, auch um Zollbehandlung. Und es geht um
Gavi Allianz kann jede Art von Guthaben, Gold, sämtliche Devisen, Barbeträge und andere bewegliche Werte in Empfang nehmen, verwahren, konvertieren, transferieren und darüber sowohl in der Schweiz als auch in ihren Beziehungen zum Ausland frei verfügen. Also die können Geldwäscherei und alles machen. Die haben wirklich totale Narrenfreiheit und unsere Behörden, die verraten uns nach Strich und Faden gegen unsere Grundrechte. Und da müssen wir, und da ist vor allem die Bundesversammlung jetzt gefordert in der Session, dass die rechtsstaatliche Ordnung wiederhergestellt werden müsste. Und sonst machen sich eben alle strafbar, wie eingangs erwähnt, bis zu 5 Jahren wegen Verfassungsbruch, Amtseidbruch und eben solchen Sachen. Sie sind auch immun, sie haben die volle Immunität. Und die Gavi, bei der Gavi zum Beispiel werden alle Angestellten als Beamte betitelt. Das ist unglaublich, was sich da abspielt. Und wenn man bedenkt, was eben hier in der Schweiz sich eben verändert hat mit eben diesen Umwandlungen auch von Firmenkonstrukten, dass sie die hoheitliche Befugnis abgegeben haben, genau nach unseren Strafgesetzen, ist ein weitere Sache, die wir mal besprechen können. Aber sie sind auf verschiedenen Überlegungen, sie sind nicht mehr unsere Behörden. Sie haben den Amtseid nicht richtig geleistet, sie haben Umwandlungen gemacht von öffentlich-rechtlichen in privatrechtliche Konstrukte und sie haben verräterisch fremde Organisationen bevorzugt und eben sie richten sich nach dieser fremdländischen Agenda und das müssen wir beenden und das ist auch im Sinn von Bruder Klaus, dass wir eben unsere Grundrechte verteidigen, individuell, verantwortlich für die Gesellschaft, für den Frieden und die Freiheit in der Schweiz. Nie werde ich mehr geliebt als im Jetzt und hier. Das hängt nie von mir ab. Ganz egal, was ich auch tue, ich enttäusche dich nicht. Ich muss nichts dafür leisten, dass du mich siehst. Nie werde ich mehr geliebt als im Jetzt und hier. Die ersten 9 Seiten sind ganz wichtig. Ich lauf durch den Sturm und auch versinke nicht. Ich kann dich hören und deine Worte trägt der Wind zu mir. Lauf los.